Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz, 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 ganz gar nicht gut aus für dieses Piratenpack, was uns hier die Schiffe abzieht. Denn ich bin mal ganz sicher, oberster Peitsche, Zakor, dafür landen die Minimum im Fegefeuer, Maximum auf ewig in der Hölle und erleiden doch die furchtbarsten Feuerqualen. Ja, ich überlege mir auch schon, was ich am liebsten mit denen machen würde und fletsche die Zähne. Man hört es zwar nicht, aber es knirscht. Es ist trotzdem furchteinflößend. Wir sind ja wie immer auf Skype per Webcams intern miteinander verbunden. Ich sehe dich deine Zähne fletschen und das ist schon furchteinflößend. Vor allem, wo du vorher Erdbeerkuchen gegessen hast und das so aussieht, als würde es dir, als würden dir die dir das Blut von beiden Seiten auf den Boden tropfen. Nur ich weiß, dass es Erdbeerkonfitüre ist, dass du eigentlich, also eigentlich ein Süßer bist. Naja, wer so dekadent ist, der isst halt Erdbeerkonfitüre, während woanders Lebewesen sterben. So ist mehrere das Zuschauer haben uns bislang, das habe ich so mitbekommen, Dekadenz vorgeworfen, weil wir das als eine unserer Ethiken haben, hier bei der Heiligen Herde. Ich habe nicht ganz vorgeworfen, nicht ganz verstanden, warum das ein Vorwurf ist, Dekadenz. Kann ich so nicht richtig nachvollziehen, weil zu einem gepflegten Gottesdienst und überhaupt zu einer Kirche, die Weihrauchfässer schwenkt und mit Prunk und Protz die Gläubigen versucht davon zu überzeugen, dass die oberste Gottheit doch sicher auch obere braucht, die ihn glaubt, die ihn prunkvoll vertreten können, da passt es doch eigentlich ganz gut, wenn man ein bisschen mit Gold und Glitter um sich wirft. Es ist vor allem verdient, also so viel Arbeit wie du und wie ich schon in diese Zivilisation gesteckt haben, ja. Da haben wir uns auf jeden Fall auch verdient, dass wir in diesem Prunk leben dürfen. Ja, ich finde es wahnsinnig anstrengend, ständig die Sklaven zu beaufsichtigen beispielsweise. Man muss immer ein Auge drauf haben aufs Personal. Es ist so schwer heutzutage gutes Personal zu finden und es anzuketten. Ja, und vor allem, mein Arm wird ja auch dann irgendwann mal schwach von dem ganzen Peitschen. Ich habe letzte Woche schon mit links peitschen müssen, weil mein rechter Arm einfach schon schlapp war. Weil die was für ein grausames, furchtbares Schicksal. Es ist wirklich nicht leicht, ein Ausbeuter und Unterdrücker zu sein. Das kann ganz, ganz furchtbar sein. Mittlerweile kämpfen die Piraten etwas schneller, weil ich als heiliger Oberbulle über die Fähigkeit verfüge, die Zeit zu beschleunigen und wieder ein bisschen auszubremsen. Ein spiritueller Skill, den ich habe. Ja, das kann nicht jeder. Das ist so wie mit den Sonnenfinsternissen. Ne? Die können ja auch nur verursacht werden von den großen Priestern, von den heiligen Priestern. Die verursachen dann die Sonnenfinsternis und zeigen damit, welche Macht sie haben. Oh, das Kolonieschiff ist angekommen. Apropos Macht, genau, ich hatte mal unseren Überblick weggemacht und schauen wir uns jetzt hier mal an. Wir haben jetzt übrigens ganz mutig einfach das Kolonieschiff in das System fliegen lassen, wo die Würmer waren, wo die Amöben waren es, glaube ich, und haben gar nicht mehr weiter drauf geachtet. Es ist gut gegangen. Es ist auch gut gegangen, und schicken den jetzt, wo ist nochmal der Planet, den man besiedeln kann, der ist... Alpha Centauri 3 wollten wir besiedeln. Dort mit der grünen Faust oder was das ist. Ah, hier links, genau. Da schicken wir das jetzt hin. Genau, Planet 30 Einflusspunkte, die haben wir ja. Und jetzt müssen wir uns gut überlegen, wo wir das Stadtgebäude hin platzieren. Immer dran denken, die benachbarten Gebäude neben diesem zentralen Gebäude, die werden auch ein bisschen geboostet in ihren Erträgen. Das stimmt, aber wir wollten den Planeten ja auch zu einem Forschungsplaneten machen und auf Forschung wirkt der Boost nicht. Deswegen würde ich jetzt mal was vorschlagen, was dich vielleicht schockieren wird. Setze dieses Gebäude ganz nach rechts oben. Nein. Auf diesen Energiebonus. Das schockiert mich in der Tat. Profitieren benachbarte Forschungsfelder nicht davon? Nein. Wenn du das wirklich zu einem Forschungsplaneten machen wirst, ist das beste Geländefeld, denn das hat einen Energiebonus und dieser Energiebonus wird auf dem Hauptgebäude mitgenutzt. Und das wollen wir deshalb machen, weil hier halt die Ingenieursforschung einen dichten Feldproduktionsertrag hat. Hier. 20% ist wirklich sehr viel. Das sollten wir auf jeden Fall voll ausnutzen. Für Rohstoffe werden wir andere Planeten finden. Wie wollen wir den jetzt benennen? Wollen wir dem einen schönen Namen geben? Können wir gerne machen. Übrigens, bevor wir, vielleicht benennen den einfach mal so, wie er ist und bauen mal weitere Korvetten, sonst zerfetzen uns die... Du warst ein bisschen nervös, ne?
Ja, ne, die Piraten werkeln ja die ganze Zeit weiter. Deswegen sollten wir zumindest noch auch an Korvetten bauen. Und jetzt können wir uns einen Namen überlegen. Ich baue mal, das machen wir nachher, ich baue mal eine Korvette und gehe jetzt mal rüber zu den Konstruktionsschiffen, die auch nichts mehr zu tun haben. Hier ist die Rio Grande beispielsweise. Die ist ebenfalls hier an Ort und Stelle. Die ist ja geflohen, glaube ich. Die ist ja geflohen vor den Piraten. Genau, die ist hierhin abgehauen. Hat sie schon alles aufgedeckt? Was könnten wir denn hier noch? Ja, wir könnten eigentlich höchstens Forschungsstationen bauen, aber das ist im Moment nicht so wichtig. Also hier an Ort und Stelle, hier, guck Wobei mal hier. Das ist eine Dreier-Forschungsstation, die ist gar nicht so schlecht. Ja. Das hatten wir glatt übersehen hier. Fehlen uns noch zwar die Ressourcen, aber bis das Schiff da ist, wird das reichen. Ja. So, dann gehen wir rüber zum anderen Konstruktionsschiff. Das befindet sich hier. Ist es in Piratennähe? Nein. Das könnte noch eine weitere Energiestation bauen. Und da wir im Moment durch das Kolonieschiff negative Energie haben, würde ich das auch empfehlen. Mhm. Das lohnt sich. Hier ist erstmal nur noch eine Möglichkeit, wo man überhaupt was Sinnvolles bauen kann. Das ist just hier eine Bergbaustation für Energie. Dann haben wir noch die beiden Forschungsschiffe. Das eine, da wollten wir hier diese beiden bewohnbaren Planeten erkunden, um unsere Initiative möglichst schnell abzuschließen. Da geht es also hier hin. Sind auch schön nah beieinander. Den anderen vielleicht auch gleich. Das ist hier Columbus. Und das ist dieser mäßig kolonisierbare, aber immerhin kolonisierbare Planet, eine Wüstenwelt. Ja, Wüstenwelt, die haben kein Gras. Wüstenwelten haben kein Gras, da ist das für die Bolaner natürlich nicht so attraktiv. Denn wir wollen am liebsten große Weideflächen haben. Ja, damit wir in Ruhe grasen können. So, und unseren liebevollen Piraten, die wir so sehr lieben, die bearbeiten gerade schon unsere zweite Bergbaustation. Das tut weh, aber was will man machen? Ich weiß nicht, ob euch das jetzt überrascht, aber mir persönlich sind Piraten nicht so unglaublich sympathisch. Tja. Ja, wir könnten noch eine weitere Korvette bauen. Die letzte ist gleich fertig. Und wenn wir dann so 5, 6 haben, dann können wir zum Gegenangriff vorgehen. Wie stark sind diese Schiffchen? Die werden auch ein bisschen beschossen hier. Ja, sie haben 122 Stärke. Die sind ein bisschen stärker als unsere Korvetten, weil sie Schilde haben. Ja, unsere Korvetten haben ja noch keine Schilde. Wir haben ja noch keine Schilde erforscht. Die kämpfen ebenfalls mit roten Lasern. Ja, die Piraten spiegeln sozusagen immer die Technologien, die man selber ausgewählt hat. Wenn man also mit Laserwaffen startet, haben die Piraten auch Laserwaffen. Und wenn man mit Warp startet, haben sie auch Warp-Antrieb. Wo siehst du das mit dem Schild? Ich kann das gar nicht erkennen. Das siehst du an den Kreisen dort in der Anzeige, dass da so ein Schild noch drumherum ist. Das hier? Nee. Nein, neben den Schiffnamen, Plünderschiff Grotesk, dort ist doch so ein kreisrundes Symbol. Und um dieses Symbol ist noch eine blaue Schicht, das heißt, die haben Schilde. Ach hier, alles klar. Und die andere Möglichkeit ist einfach auf der Flotte, wenn du auf der Karte guckst, die haben auch oben grün einen blauen Balken, das ist der Schildbalken. Unsere Forschung ist zu sehen. Fracking. Wir haben eine Forschung abgeschlossen, das finde ich cool. Das gefällt mir sehr gut, die erste überhaupt, die wir abgeschlossen haben. Ich wollte schon zur besseren Motivierung unserer Forscher mal ein demonstrativ verfracken oder verbrennen, damit er die anderen ein bisschen schneller spuren. Aber dann habe ich mir gesagt, nee, das kriegst du mit deiner Peitsche eventuell hin, ohne dass ein Forscher dabei drauf geht. Wir können jetzt Bergbaunetzwerke 3-2 bauen. Und das ist natürlich schon eine sehr coole Sache, weil wir damit nämlich hier auf dem im Heiligen Gehege beispielsweise Gebäude upgraden können, ohne dass wir vorher hier irgendwelche blockierenden Geländemerkmale entfernen müssen. Konkret, wir haben hier ein Bergbaunetzwerk 1. Wie viel bringt uns das denn? Wollen wir mal schauen, das ist hier verbessern, ne? Ja, es würde die Produktion um 1 steigern, also die Grundproduktion, ne? Das Problem ist, im Moment müssen wir ja, glaube ich, erstmal die Korvetten priorisieren, ne?
Das heißt, das wird warten müssen. Nicht übrig, ne? Die Piraten haben uns da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, ja. Aber das holen wir wieder raus. Jetzt können wir ein neues Forschungsprojekt wählen. Was haben wir da im Angebot? Mineraliensilo, Veredelungsanlage, Raketen oder Exoskelette? Ich würde die Exoskelette nehmen. Was ist einfach das? Das verstärkt unsere Armeen und unsere Mineralienproduktion. Ganz von alleine, ohne dass wir irgendetwas bauen müssten, ist einfach ein zivilisationsweiter Bonus. Oder ein doppelter. Genau, 5%. Cool. Auf die Arbeiter. Ne? Finde ich glorreich. In den Minen sind, produzieren dann ein kleines bisschen mehr. Machen wir unbedingt. In Kürze sind schon zwei andere Produktionen fertig. Und hier findet weiter diese Schlacht statt. Wir schauen uns dabei mal die Rio Grande an. Die hat ja die Forschungsstation gebaut. Und das die wollte sie bauen, aber wir haben nicht genug Rohstoff. Wir müssen einfach jetzt leider warten, weil die Schiffsproduktion Vorrang hat. Ja, wir müssen auch gleich schon die nächste hier einstellen. Ja. Wie viele haben wir denn mittlerweile? Wenn die nächste fertig wird, haben wir 5. Und wenn wir dann noch eine bauen, haben wir, glaube ich, genug Stärke, um den Piraten die Stirn zu bieten. Hier ist die zweite Flotte. Ach, das ist doch nicht die zweite. Das ist die Hauptflotte. Das ist der Wie nennt man denn diese Herden, die so trampeln? Stampede oder so? Oh, das ist sehr hübsch, ja. Das ist sehr schön. Sehr, sehr hübsch. Das ist die Stampede. So heißt unsere Kriegsflotte. Trampeln alles nieder, was ihnen in den Weg kommt. Wir schauen uns mal das nächste Forschungsschiff an. Das kann ja einfach ein bisschen vor sich. Ein großer Tag für die Heilige Herde. Das ist aber in der Tat hier, ich stelle bei dem Forschungsschiff mal schnell ein, dass sie wenigstens eher in der Nachbarschaft mal kurz forschen sollen. Danach schauen wir uns das dann in Ruhe an, was wir hier noch weitermachen. Aber ein großer Tag in der Tat für die Heilige Herde. Unser Kolonieschiff landete sanft an der Mündung eines großen Flussdeltas auf einem von mehreren großen Kontinenten von Alpha Centauri Prime. Diese bewaldete Region mit gemäßigtem Klima stellt einen idealen Standort dar und liefert uns große Weiden. Das Schiff wurde zum permanenten Verwaltungshauptquartier der neuen Siedlung umgebaut. Wir sind gerade dabei, seinen Reaktorkern zu entsorgen, der die Kolonie vorübergehend mit Energie versorgen soll. Immer mehr Kolonisten verlassen das Schiff in großen Zahlen, weshalb nun um den riesigen Rumpf des ehemaligen Raumschiffes hunderte kleiner Zelte und Fertighäuser wie Pilze aus dem Boden schießen. Die erste Bulana-Stadt auf einer fremden Welt. Und wir bekommen noch etwas Forschung geschenkt. Mir fällt gerade ein, wir wollten, glaube ich, den Planeten umbenennen. Wollen wir das jetzt vielleicht machen? Ich habe auch schon eine Idee. Ja, schieß los. Wir könnten ihn vielleicht Alpha Bulle nennen, nicht Alpha Centauri. Das können wir machen. Alpha Bulle. Aber ist Alpha nicht eigentlich, sind wir nicht die beiden Alphas und hausen wir nicht auf der großen Weide? Ist es denn hier nicht mehr der Beta Bulle? Aber das könnte doch unsere Sommerresidenz werden. Oh, wie hübsch. Das heißt, dann könnten wir den vielleicht auch Sommergras nennen. Oder Sommerscheune. Was meinst du? Ja. Gerne. Oder Sommerweideplatz oder sowas. Hier sind wir. Planet wird kolonisiert. Und Planet wird zuerst einmal umbenannt. Sommerweide klingt, glaube ich, am besten. Sommerweide. Klasse. Dauert leider eine Weile, kostet uns, meine Güte, 8 Energie pro Monat. Mhm. Das Ganze dauert auch noch 25 Monate. Mann. Und ja, das 3? Das wurde in den letzten Patches ein bisschen angepasst. Das war früher etwas schneller und damit auch billiger. Aber jetzt ist es wirklich sehr teuer und deswegen lohnen sich jetzt auch die Technologien, die diese Zeit verringern, viel mehr. Das heißt, wir sollten hier mit unserem Konstruktionsschiff uns dringend bemühen, ob wir nicht, wir müssen ja erstmal, ich wollte schon sagen, wir verzichten erstmal auf die Forschungsstation hier und versuchen stattdessen irgendwo zuerst die Mineralien rauszuhauen für weitere Korvetten und dann noch weitere Energiebergwerke zu bauen. Oder? Ja, wir müssen ja bald dort die Bergbaustation ersetzen, die uns die Piraten abgeschossen haben. Das heißt, vielleicht könnten wir uns dort schon mal in der Nähe stationieren, vielleicht zur großen Weide erstmal fliegen und dort sammeln
Und wenn dann die Flotte das freigeräumt hat, ist ja bald fertig. Übrigens, wir können im Heiligen Gehege die Bevölkerung jetzt umlegen auf das Kraftwerk. Dann haben wir nicht mehr diesen Energiemalus. Das ist eine definitiv sehr, sehr interessante Idee. Das heißt, wir schnappen uns beispielsweise... Den Forscher, oder? Hier den? Den Forscher würde ich nehmen, ja. Packen den hier hin und sind bei plus zwei. Juhu! Sehr, sehr schön. Und wollten jetzt aber hier mit dem Forschungsschiff, mit der ISS Newton, noch hinfliegen. Wir können noch eine weitere bewohnbare Welt dort erkunden. Dort links dieses... Ich schau mal, wie weit wir sind bei unserer Quest. Drei müssen wir noch aufdecken. Oberste Peitsche. Ja, das heißt, eine oder zwei werden wir, glaube ich, jetzt noch erkunden und dann müssen wir irgendwo einen noch finden. Genau. Oder den zwei müssen wir auf jeden Fall hier. Das fliegen wir hier hin. Oder hast du dort in Schola schon alle erkundet? Nicht, dass wir dort einen übrig lassen. Ja, guck noch mal rein, da waren ja zwei. Ja, da hatte ich nur einen. Den anderen, ja, dann müssen wir den anderen auch noch, der ist direkt nebenan. Oh, wie gut, dass du aufgepasst hast. Der ist auch richtig groß und ist, glaube ich, sogar von uns kolonisierbar. Das ist ja eine, wie heißt das? Ozeanwelt. Eine Ozeanwelt. Können haben wir Bullen gut schwimmen? Naja, also es soll wohl auch Wasserbüffel gegeben haben. Also da. Genau, es gibt Wasserbüffel, was ich jetzt, um ein kleines Geheimnis zu verraten, es ist ja jetzt hochsommerlicher Sommer und wir schwitzen ganz schön, es ist verdammt heiß, hier auch bei der Videoaufnahme und zwischendurch. Wir haben uns hier, wir sitzen ja Seite an Seite hier, wir hatten anfangs über Skype waren wir verbunden, mittlerweile haben wir uns ein gemeinsames Studio zugelegt, das liegt an der Ostsee und zwischendurch in den kurzen Drehpausen fahren wir da Wasserski. Da könnt ihr gelegentlich die beiden Bullen Seite an Seite Wasserski fahren sehen. Wir werden von einem riesigen Tretboot gezogen, in dem 80 unserer Sklaven fleißig treten, damit wir beide Wasserski flitzen können, über die Ostsee. Schönes Bild, finde ich. Also Schaula 2, das ist eine Ozeanwelt, wo wir hin können. Und die wird von uns jetzt einmal aufgedeckt. Und jetzt werfen wir noch einen Blick. Jetzt müssen wir noch zwei Welten kolonisieren, um unsere Quest zu erfüllen. Ja, wir können vielleicht als nächstes... Erkunden, nicht kolonisieren. Zu erkunden, danke. Als nächstes vielleicht einfach hier hinfliegen, oder? Ja, denke auch. Und da sind sogar zwei. Das geht sogar voll auf, wenn ich das richtig sehe. Jetzt. Oh, da haben wir Glück. Das geht perfekt auf. Mal, dann können wir ja, wie weit ist der denn, der Kollege hier oben denn? Der braucht... Ich glaube, der ist schon fertig, ne? War der nicht schon fertig? Und du hattest ihn, glaube ich, nur zu einem weiteren Planeten geschickt? Genau. Da brechen wir das mal ab. Und schicken ihn stattdessen, sehr gut, dann schicken wir ihn stattdessen hier runter. Der möge doch bitte erst einmal... diese Welt hier erkunden? Na, das gibt's da nicht. Na, nicht die Kolumbus. Doch hier, ne? Doch, hier doch, du warst Kolumbus. Schon richtig. Du warst schon richtig. Einmal hier hin. Und dann so, ein zweites Mal. Und dann, wenn wir uns nicht komplett vertan haben, müsste die Initiative abgeschlossen sein und dann bekommt ihr unseren Bonus. Ja. Perfekt. Großartig. Was steht als nächstes an? Oberste die Piraten, würde ich sagen. Die Piraten, tatsächlich. Den würde ich doch jetzt gern mal... Wobei, am günstigsten ist es, die Piraten anzugreifen, während sie eine Bergbaustation angreifen. Das heißt, wir halten jetzt unsere Flotte bereit. Vielleicht bauen wir sogar noch eine weitere Korvette. Und dann schauen wir, wo die angreifen und reagieren darauf. In einem unserer Gebäude wird gerade nichts gemacht. Wie kann denn das passieren? Ja, das ist das Forschungslabor. Das haben wir erstmal. Ja, das ist nicht so schlimm. Das behandeln wir seit längerer Zeit etwas stiefmütterlich, aber so ist das eben bei... Wie findest du, dass das uns regelmäßig genau ein Mineralienvorkommen fehlt, um irgendwelche Gebäude abzuschließen? Das finde ich unfassbar. Das nehme ich jetzt auf meine Kappe, weil ich habe in der letzten Zeit so viel geredet und ich habe vergessen zu peitschen. Nein. Und da sieht man mal, wie das Ergebnis ist. Ne? Das ist haargenau dieser Effizienzmalus, der dadurch kommt. Ja. Vielleicht solltest du dich zwischendurch mal selber peitschen. Was meinst du? Ja, ich würde jetzt aber mal dieses Forschungsschiff dort peitschen. Das kann gleich mal dieses System erkunden, denn dort sind ja sehr schöne Planeten. Da werden wir in Zukunft bestimmt auch mal ein Kolonieschiff hinschicken.
Jetzt haben wir zwei Konstruktionsschiffe, das eine im Heimatsystem, das andere eins drüber. Mhm. Die Frage ist, wollen wir die fehlenden Mineralien, wollen wir die restlichen Materialien noch benutzen für ein weiteres Schiff? Wir haben hier fünf, das sechste entsteht ja gerade. Ich würde auf jeden Fall noch ein weiteres Schiff bauen, aus dem Grund, weil wir dann nicht nur das, die Piratenflotte leichter ausheben können, sondern auch das Piratennest gleich. Das sollte man nämlich so schnell wie möglich dann gleich zerstören, denn sonst können wieder neue Flotten entstehen. Dann machen wir das. Eine weitere Korvette bitte bauen und das dann ist schlagen jetzt wir los. Im ersten Moment erstmal denkt man, naja, ich würde ja lieber mehr Stationen bauen, das bringt bestimmt mehr, aber es ist doch günstiger, die Piraten so schnell wie möglich loszuwerden. Worüber wir auch nachdenken könnten, lieber Zakor, das wäre, ob wir möglicherweise noch einen militärischen Anführer uns holen. Einen Flottenkommandanten. Ja, wir könnten durchaus einen Admiral noch einstecken. Was haben wir denn dort im Angebot? Wir hätten einen, der ist, die sind alle ungefähr gleich alt. Der hatte einfach den Bonus, dass er preiswerter zu rekrutieren ist. Schneller. Der ist schneller, das bringt uns auch nicht besonders viel. Der hat Ausweichen, das ist nicht schlecht. Kampfgeschwindigkeit und Ausweichen. Ja. Kostet uns 50, den könnten wir auch jetzt schon holen und in unsere Flotte reinpacken. Ja, bin ich dafür. Ausweichen ist immer gut. Gerade bei Korvetten ist ein Ausweichbonus gut, denn die haben sowieso hohe Ausweichchancen. Dann wollen wir uns mal die Flotte nehmen. Die Stampede hast du dort. Sie ganz genau. Und weisen ihr den Admiral Yusuf Hassan zu. Yusuf Hassan. Unser heiliger Krieger Yusuf Hassan. Ja. Sehr passend. Der über 6 Korvetten verfügt. Und den gleich über 7. Und die Piraten greifen jetzt tatsächlich nicht weiter an, wenn ich das richtig sehe. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie noch weiter angreifen. Oder die greifen unsere Nachbarn an. Vielleicht fliegen die ja rüber und schwächen unsere Gegner. Das hätte etwas Cooles. Machen sie normalerweise nicht, aber wer weiß, vielleicht wurde da was verändert. Normalerweise heißt es ja viel Feind, viel Ehre. In dem Fall würde ich sagen, würde ich dann sagen, viele Feinde bei den Nachbarn und viel Glück für uns. Unsere Konstruktionsschiffe liegen im Augenblick, machen im Augenblick gar nichts. Die Korvetten sind jetzt fertig, jetzt könnten wir sie vielleicht mal nach Evrov schicken. Oh, das mache ich gerne. Was meinst du? 7 Schiffchen, schauen wir uns mal aus der Nähe an. Gehen hier rein. Hier ist sie, unsere große Flotte. Okay, also im Augenblick ist sie für uns beeindruckend. Ich denke, in ein paar Jahren, wenn wir ein bisschen gähnen, wenn wir eine solche Flotte sehen würden, aber im Augenblick ist das für uns der ganze Stolz unseres Reiches, der ganze Stolz der heiligen Herde. Die nehmen wir. Ich zeige sie nochmal aus der Nähe. Unsere 7 Korvetten. Es hätten noch 8 sein können, aber darüber wollen wir jetzt den Mantel schweigens legen. Dreh noch mal die Kamera so, dass die von hinten zu sehen sind. Dann kann ich ihn noch mal mit der Peitsche auf den Hintern schlagen, damit sie auch wirklich gut... Eine vorzügliche Idee von dir. Dreh noch mal so links, ja. Und jetzt einmal zack und los geht's. Erledigt. Du machst deinem Namen echt alle Ehre. Respekt. Wir gehen hoch und fliegen hier rüber nach Evrov. Dort lungern bestimmt noch die Piraten rum. Wähl ruhig, genau. Nimm über dieses Menü, das ist am übersichtlichsten. Jetzt bin ich sehr gespannt. Die müssen jetzt erstmal an den Rand des Systems fliegen, denn nur von dort darf man ja springen. Die Mekong ist hier oben. Die können wir auch schon mal ins Heimatsystem schicken, würde ich sagen. Und zwar, denn wenn wir dann sehen, dass in Evrov die Luft rein ist, dann können wir sofort mit beiden Konstruktionsschiffen dort den Schaden wieder beseitigen. Hier geht es jetzt gleich rüber von der großen Weide, rüber nach Evrov. Und wir beide fragen uns jetzt, die oberste Peitsche und der heilige Oberbulle und natürlich all unsere treuen Begleiter, all die Lämmlein, die bei uns immer in den Gottesdienst reintraben, werden wir jetzt gemeinsam zur Schlachtbank geführt oder zu einem köstlichen Festmahl? Das ist die große Frage. Die Antwort kriegen wir leider alle gemeinsam erst in der nächsten Folge dieser historischen Dokumentation. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Denkt dran, betet, fastet zwischenzeitlich, aber nicht zu viel, denn Kämpfer müssen immer gut genährt sein, damit sie dann erbarmungslos zuschlagen können. Den Piraten werden wir zeigen, wo der göttliche Hammer hängt.